Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Animal Crossing New Horizons. Und siehe da, ich bin nackt. Nein, heute ist Samstag, der 7. November 2020 und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück. Wir schauen gleich mal in die Post, bevor wir irgendwas anderes machen. Und da haben wir ja so einiges. Okay, ich habe mir erstmal Zwischenwände bestellt. Denn ich habe von Shura-chan mal wieder was bekommen. Vielen Dank. Und zwar bessere Zwischenwände, und zwar die in der Farbe Rost. Und das fasst auch um einiges besser. Heute werden wir auf jeden Fall auch das versuchen fertig zu machen, was wir angefangen haben. So, wir haben noch Post außerdem von Otuka. Ich mag es, Rundenkarten zu ficken. Aber sollte ich mehr schreiben? Nächstes Mal dann Otuka. Okay. Dann ein paar Geschenke von dir. Reiners Kriegerstatue. Und hier noch etwas, vielen Dank. Und ja, das war's, Petro noch. Hey, Noni, überrascht dich ganz unerwartet, eine Karte von mir zu erhalten. Ja, das ist einfach mein Style, immer gut für Überraschungen. Dein exzentrischer Petro. Das freut mich so, Leute, ich hab mir was, ich hab mir was erhandelt. Genau, mir hat gerade das Wort gefehlt. Und zwar den Leuchtturm in der richtigen Farbe. Wir können dieses Lighthouse heute auch fertig machen. Bin gespannt, wie es ausschauen wird letztendlich. Achso, und ich habe noch eine kleine Neuerung für euch. Ja. Oh, man soll es vielleicht erstmal ausfahren, aber dann zeige ich es euch. Ich habe alle Meerestiere, die man in diesem Monat fangen kann, die mir noch gefehlt haben, gefangen. Das sind 10 Stück. Ich würde sagen, wir machen heute 5 und dann im nächsten Part nochmal 5. Muss ich mal vielleicht kurz sortieren. So, wie gesagt, ich war sehr fleißig. Eine Languste, innen weich, außen Kruste. Eine Botangarnele. Eine Botangarnele, wie auch immer. Was genau bot die denn an? Eine Seegurke. Sei willkommen in meiner Truppe, Gurke. Und, naja, das war erst das vierte, oder? Ein Regenschirm-Oktopus, zu spät, bin schon klitschnass. Wow. Und eine Turbanschnecke, ich habe mich von ihr nicht entwickeln lassen. Waren das? Ja, das waren, glaube ich, sogar ungefähr die Hälfte. Ich habe es mir auf mich gemerkt, also die Krebse waren es nicht, auf jeden Fall. Ich werde mal die untere Zeile machen. Achso, das sind einfach nur die Sachen und die Turbanschnecke. Ja, oder? Ich schau mal nochmal kurz. Oh, nein. Gucken wir doch mal kurz nach. Also, das ist jetzt das da und die drei Krebse. Okay, passt. Das ist die untere Zeile, geben wir ab. Jetzt haben wir uns noch natürlich die ganzen Geschenke ein. Altertumsgemälde, genau, vielen Dank nochmal an dich. Ich hatte Rainer da. Und da war das echte Altertumsgemälde, aber ich konnte es mir nicht kaufen, weil ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe noch was anderes von Rainer bekommen. Ich schau mal kurz, wo das ist. Erhabenstatue. Oh, ist die so groß? Und wie man sehen kann, das ist ähnlich das echte Altertumsgemälde. Das hat ja echt ewig gedauert. Mein Gott, dann gehe ich jetzt kurz hier hin. Oh, hier ist eh ein Pilz. Okay, schaut an. Ups. Achso, nee, das ist die gar nicht. Oh. Die habe ich anscheinend geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal. Aber ich habe tatsächlich hier die Kriegerstatue. Die habe ich bei Rainer gekauft und die sollte auch echt sein. Deswegen, wir haben auf jeden Fall viel heute für den guten Eugen. Kriegerstatue. Vielen Dank. Und die Erhabensstatue, genau. Die habe ich aber selber, Tatsache. Ah ja, und das Bild noch. Ah ja, das ist ja hier. Also fast eine ganze Reihe. Ich bin gespannt, wie ich das aufteilen werde. Wir könnten heute gefühlt einen ganzen Part reiner machen. Aber genau. Zwischenwand, genau. Und jetzt noch die ganzen Zwischenwände. Habe ich mir auch was gedacht dabei, Tatsache. Müssen wir jetzt alle umgestalten. Und dann noch das Windrad. Ja, wird doch. Ich habe auch den einen oder anderen Baum gefreezed jetzt doch, weil sonst würde man das Lighthouse überhaupt nicht mehr sehen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das einfach mal. So. Ja, ich werde ein Design. Passt schon. Da, ihr seht schon diese rostige Farbe. Wir hatten ja davor braun, jetzt ist es so ein Rost, ne? Und das finde ich einfach viel besser. Vielen Dank da nochmal an die ganzen Geschenke, diese helfen mir wirklich viel weiter. So, dann. Ups. Mach ich mal nochmal Window und dann. Oh, warte mal. Ja, doch, passt schon. Und danach mache ich nochmal normal. So, Zwischenwand ist umgestaltet, sehr gut.
Also ich bin immer noch froh, dass ich jetzt diese alle Meerestiere habe. Jetzt habe ich auch 36, glaube ich. Mir fehlen jetzt auch nur noch 4 Meerestiere. Also was Tiere angeht, werde ich auf jeden Fall das Museum komplett haben. Kunst ist da so eine Frage, ne? Ich weiß immer noch nicht, ob das überhaupt möglich ist, wenn man kein Time Travel betreibt. Aber naja. So. Also wenn es möglich wäre, dann müsste man schon, denke ich mal, mehr als ein Jahr spielen, ne? So, weiterhin. Dann noch das da. Okay. Jetzt schaue ich einfach mal. Ich platziere erstmal alles, bevor wir weitermachen. Ist heute Rainer da? Ah, nee, stimmt, der war ja schon da. Ich zeige euch auf jeden Fall, wie das Lichthaus jetzt ausschaut. Ich habe da jetzt so einen Untergrund noch hingemacht, weil ich es irgendwie besser finde. Tada, mega cool einfach nur. Und hier die ganzen Bäume, wie gesagt, habe ich gefreezed, weil sie einfach sonst voll im Weg ständen. Aber hier wachsen sie alle aus, also die meisten zumindest. Ja, genau. Und dann einfach noch ein bisschen Unkraut. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich die andere Windmühle hier hinstellen werde. Die sollte auch hinpassen. Also jetzt darf ich mich nicht einsperren. Oh, ich hoffe, die passt da jetzt so rein. Ah. Windrad? Ja. Nee. Okay, dann mache ich es anders, weil dann lasse ich dem keine andere Wahl, als es so hinzustellen. Indem ich hier einfach. Wo ist denn Unkraut? Habe ich gar kein Unkraut? Verdammt, doch, da. Ah, sehr gut. So, jetzt muss es nämlich sich so hinstellen, anders geht's gar nicht. Tada! Oh. Zum Thema anders geht's gar nicht, aber ich glaube, so rum fixen wir das. Oder? Ja. Okay, wisst ihr was? Ich habe hier eh noch was gesehen. Ich grab mal kurz den Baum hier aus. Weil dann freeze ich die ein bisschen anders hier. Und zwar einmal hier, also auf zwei Arten. Oh, was habe ich ausgegraben? Ah, ein Unkraut, okay. Und den Baum freeze ich dann eben hier. Weil dann sind trotzdem alle gefreezed. Der darf nämlich auch nicht auswachsen. Ich weiß, er ist schon groß, aber nicht ausgewachsen, ne? Sind die jetzt? Ja, die zwei sind gefreezed und er wird jetzt. Ah, Moment. Und er wird jetzt hier, wie gesagt, gefreezed. So, dann können wir es jetzt nämlich hinstellen, wie auch immer ich das möchte. Und zwar so. Also auch ein bisschen Wind sogar auf meiner Insel. Sehr gut. Passt nämlich recht gut. Also dann wieder hier überall Unkraut. Ich finde, Unkraut passt hier einfach sehr gut. Schaut zwar am schönsten immer noch so aus, wenn es wächst, dann ist es ja nicht mehr allzu schön. Hier habe ich jetzt auch schon das eine oder andere Bäumchen hingepflanzt. Ah, gepflanzt, genau, aber mehr auch nicht. Habe ich die hier gefreezed? Nö. Ja, wollte ich auch nicht. Okay, wie gesagt, oh, das nehme ich natürlich mit hier. Und da oben schaut es jetzt auch schon an. Ah, man sieht es sogar, wenn ich so mache. Oh, zum Thema. Ihr habt es kurz gesehen. Sieht ganz cool aus. Ich habe einfach noch Büsche platziert. Der. Voll auf jeden Fall. So, was kriege ich denn? Hoffentlich was. Na, die Y? Komm schon. Ja, oh mein Gott, ein Pilztisch. Endlich. Endlich wieder ein Pilzsalat, Junge. Okay, so. Ah ja, KK. Hä? Als ob KK heute. Als ob die wieder da sind. Naja. Ich überlege gerade, ah ja, genau, die Zwischenwand. Ich bin jetzt ein bisschen rausgekommen, aber dann wüsste ich, weiß ich wenigstens, heute ist doch Freitag. Samstag? Okay, dann ist halt Samstag. Ich habe gerade voll das Zeitgefühl ein bisschen verloren. Oh, sieht mega hübsch hier aus. Ich mag's voll gern. Ah, genau, die soll es nicht. Aber die Rostfarbe passt, wie gesagt, echt mega gut, finde ich. Oh, war das jetzt zweimal dasselbe, ich glaube. So. Achso, und dann Moment mal. Am einfachsten ist, glaube ich, wenn ich den mal kurz ausgrabe. Ja, dann brauche ich auch gleich meine letzte Orange auf. Müssen wir gleich mal wieder Nachschub holen. Eine Baumplantage ist echt eine gute Sache. Kann ich nur jedem empfehlen, auch eine Baumplantage zu haben. So, wo ist es das jetzt? Ich hoffe, es ist das da. Ja, passt. Okay, dann passen da jetzt noch 1, 2, 3 hin. Ja, dann würde ich hier tatsächlich. Mache ich symmetrisch? Keine Ahnung. Oh, die Zwischenwand habe ich gar nicht umgestaltet.
Was ist das? Ah ja, okay. Also hier würde ich auf jeden Fall... Ja, ich könnte eigentlich hier überall Fenster hinmachen. Und jetzt hier vielleicht so ein anderes Design, wisst Bescheid. Da fehlt mir halt eine Zwischenwand. Ja, okay. Und ich muss halt rausfinden, welches Design. Mal schauen. Ist so ein bisschen der Tür, weil ich fand das jetzt, was wir da hatten, doch nicht so gut. Hi Maria. Ist hier ein Sandwich. Sehr schön beim Einkaufen. Da ist der Filztisch. Super cool, dass ich den habe, aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja eigentlich umgestalten. Okay, mal gucken. Also die Lochplatte hat mir nicht so gut gefallen. Die Holz vielleicht. Ich weiß nicht, die sind alle nicht so geil. Aber ich habe halt auch, hier gibt es erst recht nichts und ich habe halt auch nichts gescheit. Finde ich jetzt. Ja. Ja, das sowieso nicht, das ist richtig komisch. Weil halt unten da noch eine, da ist noch transparent. Ja, wisst ihr was, ich probiere es jetzt einfach mit dem Holz. Das sieht noch am ehesten so aus, würde ich sagen, wie eine Tür. Schade, dass das wie gesagt nur so geht, aber naja. So, gleich gehen wir auch noch hier rein, natürlich. Ah, wisst ihr was, habe ich Platz? Ajo, okay. Ah ja, mein Inventar ist ziemlich voll durch Sachen, die ich abgeben muss im Museum, aber das ist einfach nur toll. So, eine Badewanne. Interessant, also ich würde mal sagen, wenn ich die leisten kann, dann würde ich sie kaufen. Oh jo, perfekt. Ich gehe jetzt eh gleich ins Service Center, deswegen ist das in Ordnung. Bye bye, obwohl. Habe ich was für euch? Nee, oder? Ah. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ich brauche eine Schleuder. So. Dankeschön für die Schleuder. Und ich habe das Gefühl, meine Schaufel geht bald kaputt. Deswegen kaufe ich mir jetzt noch eine Schaufel, wenn ich schon da bin. Oh, zu wenig Sterne. Sehr gut. Das war's wohl mit meiner Schaufel. Bye. Aber ich sage euch, die wird bald kaputt gehen. Vielleicht sogar schon heute. Wer weiß. So. Meine Bewohner ignoriere ich, weil, ja... Busy und so. Okay, oh, ich mag die Stelle hier mega gern. Schaut, und die Sache ist halt, da erkennt man so langsam das Lichthaus, würde ich sagen. Oh, hier kann ja gar keine Blume hin, fällt mir gerade auf. Voila. Wäre ganz schön, aber geht halt nicht. Ja, aber hier geht eine hin. So, passt. Okay, jetzt überlege ich. Ja, ich stelle es erstmal hier vorne hin. Ah, ich stehe zu nah. Keine Ahnung, echt. Ob das so passt, können wir eigentlich erst im nächsten Part rausfinden. Aber ich möchte auf jeden Fall da so eine Art Eingang noch hinmachen. Jetzt schaut es euch an. Tada! Ich mag's super gern, auch mit diesen, das sind Schallplatten, Halter, Spieler, wie auch immer die heißen, die da oben stehen. Unter dem Sofatisch, dann habe ich da noch ein paar Zäune hingemacht. Und halt den braunen Leuchtturm, weil der einfach super gut zu dem Design passt, das ich da hingemacht habe. Dieses rustikal dunkle halt, ne? So, wie gesagt, dann hier soll der sein, so ein offizieller Weg nach oben. Ich habe schon überall rum Designs platziert. Oh, das ist wieder ein Seltenpilz, den muss ich natürlich nehmen. Und dann hier auch ganz simpel, würde ich sagen. Und da schaut man dann da so, man sieht es ein bisschen, ne? Es ist ein bisschen verdeckt durch das Ding, aber mir gefällt's. Und ich glaube, das Holz schaut gar nicht so schlecht aus, wenn man sich das jetzt mal so anschaut. So, wieder ein Seltenpilz. Ich habe da echt Glück, was die angeht. Ich habe jetzt nämlich schon 3 Stück. Das ist echt toll. So, aber hier muss wieder Unkraut hin. Klar wird es wahrscheinlich von selber irgendwann dazu kommen, aber naja. So, ich frage mich, sollen wir jetzt schon zu Eugen gehen, weil wir haben halt echt viel? Ah, ne, stimmt, wir wollten ins Service Center. Und dann gehen wir bald zu Eugen. Ah, natürlich. Also an dem Baum spawnt wirklich jeden Tag was. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so. Und ich find's gut. Ich meine, es ist nicht der einzige ausgewachsene Baum. Also toll, dass ich wirklich gefühlt jeden Tag einen Seltenpilz bekomme. So, hier schaut's auch immer noch so beautiful aus. Genau, und ich habe eben schon eine Erhabensstatue bekommen. Von der Guten, die mir jetzt nochmal geschrieben hat. Vielen Dank. Und noch ein Seltenpilz ist ob.
Nice, also. Da habe ich, glaube ich, wirklich Glück. Und meine Schaufel hält es noch aus. Also vielen Dank, genau die Statue meinte ich. Tada, die habe ich jetzt einfach hier stehen. Und jetzt habe ich sie einfach nochmal hier. Erhaben-Statue ist es doch, ne? Ja. Ich glaube, da nehme ich beide nochmal mit, weil ich weiß nicht, vielleicht sind beide fake, vielleicht ist eine real. Also eine kann ich ja auf jeden Fall, ich sag mal, abzwicken. Ah ja, ich komme jetzt nur noch von hier. Gut, also nehme ich die nochmal mit und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch wirklich gleich zu Eugen. Wie gesagt, noch kurz hier links. Oh, ich finde das so toll, wie das hier geworden ist. Ich suche hier immer noch ein 2x2-Teil, das ich da hinstellen kann. Direkt bei der Brücke. Finde ich jetzt noch nichts, aber mal schauen. Vielleicht auch irgendein Fossil oder so. Mal gucken. Hallöchen, ihr beiden. Für euch habe ich leider zurzeit gar keine Arbeit. Vielleicht findet ihr es auch toll. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen beschämt. Ja, schaut mal, ich habe schon 7 Tage. Ist krass. Vielleicht denkt ihr einfach nur, warum ist der im Unterhemd da? Keine Ahnung. Ich würde gerne mal in die Köpfe schauen. Vor allem von Tom Nook. Ich habe jetzt noch 5 Millionen, was ich ein bisschen traurig finde, aber naja. So, Nook Shopping. Und noch weniger Meilen, by the way. Okay, das habe ich auf jeden Fall. Ja, es gibt gerade gar nichts Saisonales. Ach so. Ja, dann mache ich es halt per Hand. So, uns fehlt ja noch eine Zwischenwand. Was habe ich jetzt bekommen? Ach so. So, Zwi. Damit wir nicht so viel scrollen müssen. Ja, also Zwirbelbart. Schaut in braun und dann in diese Kupferfarbe. Vielen Dank. Rost, beziehungsweise Kupferfarbe, je nachdem, ne? So, ja, passt. Dankeschön. Haben wir doch mal endlich die Zwischenwände auch genutzt. Das freut mich. Ach so, Moment. Bevor wir natürlich spenden, ich habe es noch so ein bisschen im Kopf. Hört euch an, wie voll das jetzt ist. Also, wir haben einmal zum Spenden, genau hier die Languste. Oktober bis Dezember, in der Nacht auf jeden Fall fangbar. 21 bis 5 Uhr, 4 Uhr morgens. Dann hatten wir ja die Botan-Garnele. Die ist jetzt von September bis Februar. Auch in der, also am Mittag nicht. Aber von 16. 16 Uhr wieder mal. 16 Uhr ist immer so eine Zeit, die haben sie sich ausgesucht. 16 bis 9 Uhr. Dann hatten wir noch den Regenschirm-Oktopus, der ist immer mal wieder. Keine Ahnung, warum er so eine Pause dreimonatige immer hat. Ganzen Tag fangbar. Dann die Turbanschnecke, auch genauso fangbar. Ah ne, bloß das im Dezember auch den ganzen Tag. Und was hatten wir noch? Ich glaube die Seegurke, ne? Ja. Von November bis April auch ganzen Tag. Also die meisten Sachen sind einfach, aber ja, ich bin trotzdem mega glücklich, dass ich die Sachen habe. Direkt zu den anderen kommen wir dann im nächsten Fall, sonst rede ich jetzt noch eine halbe Stunde in Eugens Stimme. Und das ist mir ein bisschen too much. Muss ich ehrlich sagen. So, vor allem erst immer so ausführlich, weil die Entwickler sich ja viel mehr Mühe gemacht haben. Ah, es ist schön mittlerweile. Sorry, dass ich meine Insel so oft low well, aber ich muss es einfach tun. Hier habe ich jetzt auch mittlerweile echt eine gute Sammlung. Dankeschön nochmal an die ganzen Spenden. Ich bin auch froh, dass wir, wie gesagt, jetzt ein bisschen Kunst abgeben können. Weil das ist jetzt auch schon länger her. Ziemlich lange schon wieder. Rainer war gefühlt in den Monat nicht da. Ich komme ja nur jeden Tag online eigentlich wegen Rainer. Okay, und jetzt wegen den Pilzen. Aber sonst wegen Rainer. Guten Tag. Du hast mich schon lange nicht mehr gesehen. Das kann nämlich echt gut sein. Also, wir fangen einfach mal mit der Turbanschnecke an. Und du brauchst mich gar nicht fragen, sonst würde ich dir alles auf einmal geben. Jo. Die Turbanschnecke hat einen Trick im Zylinder, wie man sonst kaum eine Schnecke kennt. Als Teil ihres Panzers trägt sie ein sogenanntes Operculum umher. Bitte, was ist das genau? Na, dieses gerundete Implement ist eine Art, nun ja, Haustür. Wohl gegen unerwünschten Besuch. Sollte ich solche zeigen, so zieht sich diese Schnecke zurück und wirft jede Tür im Räubergesicht. Ein kleiner bautechnischer Handgriff, der Sicherheit und Geborgenheit garantiert. Famos. Besser ein gut gerüstetes Schneckenturban als den zurecht geschmähtes Schneckenturbo. Und das war's auch schon wieder mit dem ersten. Ja, aber ich habe heute, wie gesagt, viel von dir und wie er schon wieder davon ausgeht, dass ich mehr als eine Sache habe.
So, Regenschirm-Oktopus. Verzeih mir, was du hast. Aber bitte nicht, dass er irgendwie so wasserabweisend oder keine Ahnung ist. Ja, erzähl einfach, komm. Oh je, hat man jemals etwas possierlicheres gesehen als den Regenschirm-Oktopus? Keineswegs. Hahaha. Nicht lustig? Naja, er ist nicht nur ungemein niedlich, sondern paddelt sogar mit Flossen umher, die wie Öhrchen aussehen. Diese zwischen den Fangarmen gespannten Häutchen erinnern dabei an Regenschirmstoff. Wie seltsam, dabei will der kleine Knuddelkrake doch mit Sicherheit alle anderen als trocken bleiben. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Warum auch immer er dann so heißt, ne? Kann keiner mir sagen. Nicht mal hier gute Eugen. So, dann die Seegurke. Ich denke mal, das unspektakulärste von den allen Sachen, die ich hier habe. Richtig, eine Seegurke. Das habe ich auch schon erkannt. Die Seegurke hat ganz ähnlich ihre Gartenbewohnenden. Oh mein Gott, was ist das denn? Das könnt ihr euch merken für irgendein weirdes, langes Wort. Gemüsegartenbewohnenden Namenspatin. Ja, Herz noch hören. Alter, das ist echt. Wie Buchstaben hat das denn? Und mehr noch, sie verfügt über keinerlei Schale oder Stacheln, um sich zu schützen. Hier entgeht so ein Weichling den Fängen der Ozeanräuberschaft. So simpel wie schauderlich. Bedrohte Seegurken katapultieren ihre eigene Weide in Schreie, und zwar in hintere Richtung. Igitt! Diese klebrige Strangsalat verheddert sich der Feind, während diese Gurke von hinten fleucht. Und besagtes Katapult? Nun, das wächst schlicht und einfach nach. Die Seegurke wächst wieder wie neu. In dem Gürkchen steckt also so manche Überraschung, wortwörtlich. Da bin ich so lustig, gell? Ja. Ja, Tatsache, ich habe immer noch so viel für dich. Hä, was ist das denn? Ach so. Ja, wie gesagt, die 5 und ja, die Künste können wir schon abgeben, das geht ja eh flott. Genau, boah, jetzt hätte ich fast 2 ausgewählt. Die Künste können wir eh auf einmal abgeben. Eine Languste, du hast recht, Kaske. Eine wichtigste der charakteristischen Merkmale der Languste sind ihre auffallend langen Flügel. Die beiden eleganten Tasten können einen größeren Länge erreichen als der Körper des Geschöpfes selbst. Und sogar als Waffe lassen sie sich lange Langustenfehler einsetzen. Aber nicht zum Pieksen. Oh nein. Vielmehr reibt die Languste bei Gefahr gegen ihren Panzer. Was das bewirkt? Wenn er selbst unter Wasser reicht, dadurch entstehen grässliche Geräusche aus. Nein, jetzt weiß auch. Das ist mal ein guter Fakt, ganz ehrlich. Als würde jemand anfangen, ein Instrument schlecht zu spielen. Ja, ich würde auch davon schwimmen. Ja, das kann ich mir bei dir vorstellen. Ich denke, er ist so ein richtiger Snob eigentlich. Der gute Eugen, aber gut. So, noch eine Sache und dann kommst du noch zu der Kunst. Aber da sagt er, wie gesagt, eh nie was. Deswegen kann ich die auf einmal abgeben. Ja, dann fänge ich im nächsten Part. Wir sind auf jeden Fall dann noch ein bisschen spannender. Zumindest vom Aussehen, finde ich jetzt. So, doch erzähl über die Bhutan-Granile. Genau, eine wahrhaft beeindruckende Enthüllung. Sie, also die Garnele, ist die ersten Jahre ihres Lebens ein Ehr, mit dem Alter erst aus ein Weibchen. Was? Eine Eigenschaft, die recht viel Geschöpfe teilen, auch im Ozean. Nicht nur die Garnele ändert mit dem Alter biologisches Geschlecht. Der Clownsfisch, gewisse Seesterne und bestimmte Vertreter der Barsche tun das ebenfalls. Eine steht fest, unser Ozean beherbergt wahrhaftig eine Fülle vielfältiger Wunder. WTF, also müssen sie sich immer einen älteren Partner suchen, die Männchen, weil irgendwann werden sie auch ein Weibchen. Das ist confusing, würde ich sagen. Aber gut. So, jetzt dazu den Gemälden. Da bin ich auch gespannt. Also, einmal die Krieger und die Ahnen. Ich werde mal kurz die gemeinsam abgeben. Weil ich weiß nicht, welche von den beiden die echte ist. Ah, ich probiere es einfach so. Gleich mehrere Stücke, jawohl. Ich muss sie darauf hinweisen, dass es nicht bei allen ihre Stücke in Originale handelt. Sorry, aber da muss ich protestieren. Fälschungen kommen nicht in meine Sammlung. Okay, ja. So, dann gucken wir mal, ob das andere vielleicht keine Fälschung ist. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ich nehme auch gerne Erhabensstatuen zur Gestaltung, aber mal schauen.
Doch, Tatsache, die ist die echte. Oh mein Gott, vielen Dank. Einmal ein Fake und einmal eine echte. Die Fake kann ich dann bei dem Steinkreis hinscannen. Vielen, vielen Dank, weil ich habe auch geguckt, was die echte ist und was Fake, aber ich habe trotz Beschreibung irgendwie, dass das Kleid anders fällt, habe ich nichts gesehen. So, ja, du würdest auch das sehr gerne mal hinstellen. Und jetzt ist gut, dass wir uns das Ganze angeschaut haben. Weil, also was ich so heute habe, weil ich wüsste jetzt sonst nichts nicht mehr. Aber so habe ich es noch ganz gut im Kopf. Deswegen lesen wir uns natürlich das auch noch durch. So, es hat sich jetzt gleich um einiges mehr gefüllt. Yeah. Die ist so cool. Wie gesagt, das Kleid tut bei der Fälschung ein bisschen Dings. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen. Ein bisschen anders. Erhabenstatue. Am 7. November von Loni gestiftet. Nike oder Nick von Samthorake. Unbekannt um 190 vor Christus. Marmor. Eine Statue der Siegesgöttin Nike, okay, wahrscheinlich nicht Nike, gefunden aus Samthoraki. Ihr Gestalt erinnert an eine Galionsfigur. Die Statue wurde aus Fragmenten zusammengesetzt, wobei Arme und Kopf noch immer verschollen sind. Ja, Kopf ist am weirdesten dabei. So, ich denke mal, ein Gemälde wird auf jeden Fall hier sein. Ja, siehe da. Oh, Moment. Nein, Moment. So sieht man das kaum. So. Altertumsgemälde, auch am 7. gespendet. Dienstmarkt mit Milchkrug. Jan Vermeer um 1658 Öl auf Leinwand. Dieses Stück brachte Vermeer den Titel Maler des Lichtes ein und besticht durch Kontrast und Tiefe. Vermeer fertigte es im Alter von 25 Jahren an. Besonders auffallend ist die geringe Größe des Originals. Des Originals, aha. Aber eigentlich ja nur das... Ich dachte immer, dass das, wo ist denn der? Ah, hier. Oh, cool. Klein kam da auf jeden Fall dazu. Oh, langsam wird's doch, ne? Mein Museum. Ah, hier kann sogar noch was hin. Was ich noch sagen wollte, im Fake ist ja eigentlich nur mehr Milch, kommt aus dem Krug, aber gut. So, Kriegerstatue, auch am 7. Terrakotta Armee. Unbekannt, 2010 vor Christus, Ton. Diese Terrakotta-Krieger wurden mit den ersten Qin-Kaisern begraben, um ihn im Jenseits zu beschützen. Knapp 2000 Jahre später, im Jahr 1974, wurde er um die 8000 dieser Krieger entdeckt. Jede der Figuren wurde individuell angefertigt. Pose, Gesicht sowie Kleidung sieht einzigartig. Mega cool. Okay, das war's aber auch schon wieder. Ich kann mich übrigens gar nicht daran erinnern, wann wir den hier bekommen haben, aber gut. Vielen Dank nochmal an die zwei Kunstspenden. Das ist super nett einfach. Oh, und es hilft mir so viel weiter. Denn ich will ja eigentlich schon irgendwann mein Museum auf 100% haben. Das Ding ist, diese drei Kategorien, die es ursprünglich gab, schaffe ich easy. Ich schaffe sogar die zusätzliche mit den Meerestieren. Ich meine, es sind noch vier Stück, come on. Aber Kunst ist halt die Sache, weil Kunst kann man auch nicht selber. Weil so bei den anderen drei, beziehungsweise vier mit den Meerestieren, kannst du dich hinsetzen und einfach so sagen, so, yo, ich mach das jetzt, ich setze mich hin und fange die Sachen. Das kannst du halt bei der Kunst nicht sagen. Okay, und ich bin recht überzeugt von dem Holz, muss ich sagen. Es gefällt mir schon ganz gut. Oh, jetzt habe ich den, doch, ich habe den gefreezed. Okay, ich war gerade sehr verwirrt, muss ich sagen. Ups. So, und warum ich hier gerade hergekommen bin, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber ich werde mal kurz hier Designs hin machen, wenn ich schon da bin, damit hier nichts spawnt. Hä, kann da noch was? Nee, okay. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach nochmal an hier. Bezaubernd, oder? Aber eigentlich von hier. Ja, doch nicht. Man muss es tatsächlich schon von hier machen. Ja, mir gefällt. So, ich würde sagen, zu guter Letzt stellen wir jetzt wieder die Statue dorthin, wo sie hin soll. Und nehmen unnötige Äste mit. Man kann die einfach nicht verhindern, ganz ehrlich. So, jetzt muss ich hier längs und dann bin ich auch schon da, weil ich muss das von hier machen. Okay, also dann stellen wir die, ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht, obwohl. Auch wenn man einen Unterschied sehen würde, es ist ja echt egal, ob ich die Fake oder die echte habe, ganz ehrlich. Vielleicht werde ich da noch ein paar Designs hinklatschen, aber wie gesagt, das ist jetzt, die Libelle gibt es übrigens ab November, aber ich habe sie schon. Bezaubern. Vielen Dank, vielen Dank, vielen, 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 vielen Dank. Oh mein Gott. Und nochmal vielen Dank. Einerseits fürs Ansehen, andererseits natürlich für die ganzen Spenden. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons wieder. Habt bis dorthin einen schönen Tag und tschüss.